Oder einmal hier irgendwo unten drunter. Oder dein Server, ist ja nicht meine Baustelle. Ja, ich würde wahrscheinlich jetzt auch am Anfang erstmal so machen. Na, Hauptsache passt und dann später alles vernünftig machen. So, genau. Ich kann jetzt sowieso mal hier den Diesel, die Refinery abklemmen. Braucht man nicht. Den Dieselmotor, so. Genau. Jetzt, was ich nämlich jetzt gerade mache, oh, ich muss jetzt mal mein Zeug hier loswerden. Ich brauche unbedingt einen Rechner, wo ich halt einfach alles reinmüllen kann. Ach du Scheiße, so viel Stein. Na komm, die Kiste muss jetzt dran laufen. So, zack, alles rein, ich brauche rein. So, Cobblestone. So. 5. Quatsch. Jetzt muss ich hier echt abzählen. 5. 6. Ach, gleich hab ich's. Hier will ich hin. Genau hier. So und so. 1, 2. Ah, nicht ganz. Ich muss doch neue Leitungen machen, aber egal. Ah, Rockel! Also fürs nächste Mal weiß ich auf jeden Fall Bescheid, dieses Geruckel nicht mehr. Dextery macht das Spiel fast unspielbar. Diese Dextery. Andere. Ja, ist eine andere Aufnahmesoftware, ist kein Fraps. Aha. Ist ein bisschen G-Miner. Der Vorteil bei Dextery ist auf jeden Fall, dass er zwei separate Audiospuren aufnimmt und nicht nur eine. Das heißt, ich kann später noch Stimme und den Rest mit abmischen. Das ist echt ein Vorteil. So, 8 davon plus 8 davon ergibt Watts. Alles klar, 8 neue Leitungen. Was macht denn der Cobblestone draus? Ich geh kaputt. Da, 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 da. Moment mal gerade. Hier. Ja, bin ich denn doof? Komm. So. Also, einmal. Obwohl, nee. Den greife ich mit Koppel ab. Komm her. So ist brav. Jetzt 1, 2. Koppel. Schon wieder dunkel? Ja, schon wieder dunkel. Ich schmeiß den aber schnell noch an. So, kannst loslegen. Oh, wir waren schon der Erste. Was? Wo? Wo? Ich komme. Was denn? Bett. Achso, nee, das meine ich nicht, aber... auf dem Weg. Ja, so gut wie geschafft jetzt. Also, zwei Maschinen, jetzt wird gequeried wie blöde. Prima. Aber, ja gut, die Anfänge haben wir jetzt schon komplett gezeigt. Naja, nicht ganz. So, läuft? Ja, jetzt läuft's. Ah, prima. Haben wir da noch Platz in den Kisten? Macht hier ja gerade leer. Ach, stimmt. Der ganze Koppel fliegt ja raus. So, dann platziere ich schnell nochmal das Wasser hier. Ah, hier, so. Obwohl, ne, jetzt gerade nicht. Die Engines sind aus. Bin ich doof. Ich sollte sie auch mal einschalten. So, benutze die ganze Zeit diese Restenergie hier. Ja, jetzt geht's zur Sache. Da kommt Freude auf. Damit sind wir jetzt aber auch schon, direkt am Meer. Mal gucken.
Hier ist die Ecke, da. Na, nicht ganz. Okay, passt. Badum-bam-bam, badum-bam-bam. So, ein bisschen vor mich hinruckeln. Ich könnte jetzt einfach so eine halbe Stunde hier stehen bleiben, bis der Query fertig ist. Aber ist ja auch nicht Sinn der Sache. Dann gucke ich mir jetzt lieber mal an. Mit deiner Cobblestone-Produktion. Ich mache aus dem Cobblestone eigentlich nur gepresste Steine, damit wir mehr Platz haben. Genau, so, das geht nämlich über diese Automatic Workbench. Da gucke ich mal rein. So, die Nummer 1 macht aus Stein tatsächlich so einen Compressed Cobblestone. Der wird hier hinten rausgepumpt. Dann geht er nämlich hier... Was? Wo geht der denn hin? Ach, der wird einfach nur... Ach, hier. Moment, da. Der geht nach genau. Hier. Und da wird aus Compressed, wird Double Compressed. Aus Double Compressed wird, ja, wenn es dann gleich soweit ist... Ja, Tripled. Korrekt. Ja. Müsste eigentlich noch eine weiter, aber Tripled reicht erstmal für den Anfang. Ja. Ich hab auf, also auf deinem Spielserver habe ich fast das Ganze wieder rückgängig gemacht. Alles wieder in normalen Cobblestone aufgelöst. Ja. Mit dem Deep Storage. Ja, das ist ja eine Cheaterbox, ey. Ja, ist doch Wurst. Hauptsache, die funktioniert prima. Schön zu befüllen, weißt du? Kannst als Storage benutzen. Schön zu befüllen, schön cheatermäßig zu befüllen. Das wird auf unserem Server, man muss dazu sagen, ich bin hier der Piven-Technologe, also mein Name ist ja eigentlich Stefan, ne? Wissen ja einige, und ich mache ja schon mit verruchter Technik, also mit, ich arbeite mit Tesserakten und hasse, ist natürlich alles einer ganz klaren Ordnung, aber ich finde zum Beispiel so eine Power-Rüstung, die ist, das hat gar kein Preis-Leistungs-System, also die man braucht da scheiß Crap-Sachen für. Und dann hat man da so eine Mega-Rüstung und da freuen sich dann immer alle, wenn sie da mit dieser komischen Kack-Rüstung rumlaufen, weil die gar kein Material gekostet hat. Finde ich immer schade, weil die ist eigentlich viel zu overpowered, finde ich. Und da finde ich halt diese Rüstung, wo man wirklich viel Zeug reinschmeißen muss, so richtig viel Zeug, finde ich dann irgendwo gerechter und die muss dann nicht so ausrasten. Jetzt zum Beispiel, wenn man sich den Ultimate Solarhelm anguckt, ne? Wenn man sich den mal gebaut hat, wenn man wirklich den mal gebaut hat, finde ich das schon, dass es dann gerechtfertigt ist, dass man dann unter Wasser atmen kann damit. Im Gegenzug natürlich für Energie. Kann man natürlich mit der Powerrüstung auch. Aber wenn man sich so einen Kackhelm macht, ne, sieht man erstmal aus wie so ein Spacemännchen. Dann hat man so ein bisschen EU da drin und jetzt ploppt hier gleich Scheiße. Warum ploppt denn der... Es liegt daran, dass ich hier ganz viel Cobblestone drin habe. Da muss der letzte halt, muss da nicht automatisch befüllt werden. Machen wir besser mal die letzten zwei. Okay. Ja, die Sache ist, ich habe jetzt da überall schon die Steine reingeknallt. Dass wir... Platz drin haben. Aber es funktioniert ja soweit. Naja, es muss sich noch ein bisschen einpillen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er so schnell ist, der Query. Ne, also auf jeden Fall, ich mag halt diese krassen Rüstungen einfach nicht. Wo man ganz wenig Items reinstecken muss und nicht großartig fortschrittlich sein muss, um diese direkt zu haben. Also wir könnten jetzt hier direkt damit anfangen, da hätten wir so eine krasse... Was hat der hier? So, der erste ist durch. Ey, wie hat der denn jetzt einen Triple gemacht? Den habe ich gerade gemacht. Oh, du bist doch ein Frosch, guck dir jetzt mal in die Form rein. Was? Jetzt fehlen da Steine, weil du das erzwungen hast. Oh. Darfst du... Wieso denn das?